Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, herzlich willkommen in unserem virtuellen Klassenraum für Deutsch. Mein Name ist Andrea Antolitsch-Petak und ich bin heute eure Deutschlehrerin. Unser Thema heute sind Mengen und Maßangaben beim Kochen. Ovo su naši odgojno-obrazovni ishodi. Ihr versteht unterschiedliche Kochrezepte, versteht und anwendet Mengen und Maßangaben, erklärt Zubereitung einer Speise so, dass man Imperativ verwendet, schreibt selbst ein Kochrezept mit genauen Maß- und Mengenangaben und mit der Erklärung der Zubereitung mit Imperativ. Dakle, razumijete različite recepte, razumijete i primijeniti mjere pri kuhanju, objasniti pripremu jela koristeći imperativ, sami napisati recept s točnom primjenom mjera te objasniti pripremu koristeći imperativ. Und was braucht ihr dafür? Natürlich ein Blatt Papier oder ein Heft, einen Bleistift oder einen Kugelschreiber und euer Handy, Computer oder Tablet mit Internetzugang. In jedem Moment könnt ihr eine Pause machen. Brigitte macht Vorbereitungen für ihre Geburtstagsparty. Sie überlegt sich Folgendes. Hier sind die wichtigsten Zutaten für meine zwei besten Rezepte. Ich mache Pfannkuchen und Äpfel im Schlafrock. Das mögen alle, ist sehr lecker und man kann es einfach zubereiten. Auf der Einkaufsliste hat sie Folgendes notiert. 2 Kilo Äpfel, 10 Eier, 2 Liter Milch, 1 Kilo Salz, 1 Kilo Zucker, 2 Kilo Mehl, 1 Liter Mineralwasser, 1 Liter Öl, eine Packung Zimt, 10 Gramm, eine Packung Puderzucker, 300 Gramm. Und hier ist Brigittes Rezept für die besten Pfannkuchen. Das Rezept ist für 7 Stück und sie muss wenigstens 30 Pfannkuchen backen. Merkt euch besonders unterschiedliche Mengen und Maßangaben im Rezept. Posebnu pažnju obratite na mjerne jedinice u receptu. Pfannkuchen 7 Stück. 2 Eier, 200 ml Milch, eine Prise Zucker, eine Prise Salz, 200 Gramm Mehl, 60 ml Mineralwasser, etwas Speiseöl zum Backen. Die Prise ist es, wie viel man zwischen 2-3 Fingern fassen kann. Also eine Prise jeden Prstohvat. Wie macht man Pfannkuchen? Aber zuerst schaut euch auf diesen zwei Fotos die Erklärungen einiger Wörter. Also was bedeutet die Schüssel und was bedeutet den Teig mit dem Schneebesen rühren? Und jetzt die Zubereitung. Erstens, nimm eine große Schüssel und einen Schneebesen. Zweitens, rühr Milch und Mehl zusammen. Drittens, gib Eier, Mineralwasser, Salz und Zucker dazu. Viertens, rühr schnell weiter, solange die Masse glatt wird. Fünftens, back die Pfannkuchen auf der heißen Pfanne. Sechstens, dekoriere die Pfannkuchen mit Marmelade, Nutella und mit Puderzucker oder nach dem eigenen Wunsch. Pfannkuchen sind so lecker. Guten Appetit! Brigitte macht noch einen zweiten sehr leckeren Kuchen. Äpfel im Schlafrock. Schaut euch besonders aufmerksam unterschiedliche Maß- und Mengenangaben im Rezept an. Und das Rezept sieht so aus. Äpfel im Schlafrock. 1 Pfund Äpfel, 120 Gramm Mehl, ein Ei, 250 Milliliter Milch, eine Prise Salz, 2 Esslöffel Zucker, eine Prise Zimt, 250 Milliliter Vanillesoße. 1 Pfund
ist ein halbes Kilo. Eine Prise, wie viel man zwischen zwei, drei Fingern fassen kann. Und wie bereitet man die Äpfel im Schlafrock zu? Bestimmt bitte die richtige Reihenfolge, also der Schritte im Rezept. Die Erklärung des Wortes das Kerngehäuse seht ihr auf dem Foto. A. Schneide die Äpfel in ca. 1,5 cm dicke Scheiben. B. Back die Apfelscheiben goldgelb in heißem Öl. C. Bereite zuerst einen Teig aus Mehl, Ei, Milch und einer Prise Salz vor. D. Ziehe die Scheiben durch den Teig. E. Bestreu die Apfelscheiben mit Zimt und Staubzucker. F. Gieß darüber mit warmer Vanillesoße. G. Entferne das Kerngehäuse von den Äpfeln. Mach die Pause und bestimm die richtige Reihenfolge. Und hier könnt ihr eure Lösung überprüfen. Der erste Schritt. Bereite zuerst einen Teig aus Mehl, Ei, Milch und einer Prise Salz vor. Der zweite Schritt. Entferne das Kerngehäuse von den Äpfeln. Der dritte Schritt. Schneide die Äpfel in ca. 1,5 cm dicke Scheiben. Der vierte Schritt. Ziehe die Scheiben durch den Teig. Der fünfte Schritt. Back die Apfelscheiben goldgelb in heißem Öl. Der sechste Schritt. Bestreu die Apfelscheiben mit Zimt und Staubzucker. Der siebte Schritt. Gieß darüber warme Vanillesoße. Äpfel im Schlafrock sind so lecker. Guten Appetit! In den Rezepten kommen folgende Mengen- und Maßangaben vor. Das Gramm, das Kilogramm, der Liter, der Milliliter, die Prise, das Pfund, der Esslöffel, der Teelöffel. Auf dem Foto seht ihr den Unterschied zwischen dem Esslöffel und dem Teelöffel. Also der Esslöffel Jushna-Schlitza, der Teelöffel China-Schlitza. Welches Kurzwort in der Tabelle ist die Entsprechung für welche Mengen- und Maßangaben? Mach die Pause und löse die Aufgabe. In dieser Tabelle könnt ihr eure Lösungen überprüfen. Also L, der Liter, Kg, das Kilogramm oder das Kilo, ml, der Milliliter, el, der Esslöffel, das Pfund, 500 Gramm oder ein halbes Kilogramm oder ein halbes Kilo, tl, der Teelöffel, g, das Gramm, die Prise, wie viel man zwischen zwei Fingern fassen kann. Und jetzt eine Aufgabe für euch. Die Aufgabe findet ihr auf dem folgenden Link. In der Aufgabe sollt ihr einfach lösen, wie viel ist das? Viel Spaß beim Lösen! Auf dem folgenden Link kommt eine weitere Aufgabe. Erkennt bitte hier den Unterschied zwischen Prise, Pfund, Esslöffel oder Teelöffel. Wo passt was? Also löst folgende Aufgabe. Bei der Erklärung der Zubereitung habt ihr folgende Sätze gesehen. Rühr Milch und Mehl zusammen. Dakle, pomiešaj zajedno mlijeko i brašno. Back die Pfannkuchen auf der heißen Pfanne. Ispeci palačinke na vrućoj tavi. Nimm eine große Schüssel und einen Schneebesen. Uzmi veliku zdjelu i metlicu. Gib Eier, Mineralwasser, Salz und Zucker dazu. Dodaj jaja, mineralnu vodu, sol i šećer.
Welche Verben erkennt ihr in diesen Sätzen? Dakle, koje glagole prepoznajete u ovim rečenicama? Rühr, Milch und Mehl zusammen. Also, das ist das Verb rühren. Back die Pfannkuchen auf der heißen Pfanne. Welches Verb ist hier? Also backen. Nimm eine große Schüssel und einen Schneebesen. Hier ist es das Verb nehmen. Und im letzten Satz gib Eier, Mineralwasser, Salz und Zucker dazu. Also bestimmt habt ihr gut gesagt. Also das ist das Verb dazugeben. Dakle, ove rečenice su u imperativu. Uočite sada na kom se mjestu u rečenici nalazi glagol. Das ist eigentlich die erste Regel bei der Bildung von Imperativ. Das Verb kommt am Anfang des Satzes. Und jetzt, wo ist das Subjekt im Satz? Bestimmt habt ihr bemerkt, das Subjekt kommt nicht im Satz vor. In der Tabelle seht ihr alle Verben, die in dieser Videolektion vorkommen. Backen, rühren, dekorieren, ziehen, bestreuen, gießen, entfernen, vorbereiten, schneiden, zugeben, nehmen. Und alle diese Verben kommen in der Videolektion im Imperativ vor. A kako tvorimo imperativ? Iz ovih primjera vjerujem da i sami možete lako zaključiti. Dakle, backen, imperativ glasi back, odnosno backe. Dakle, glagolu oduzmemo infinitivni nastavak, en, i dobijemo imperativ, back, odnosno dulji oblik s nastavkom e, backe. Rühren, oduzmemo infinitivni nastavak, te dobijemo imperativ, rühr, odnosno dulji oblik s nastavkom e, rühren. Dekorieren, dekorier, dekorire. Ziehen, zieh, ziehe. Bestreuen, bestreu, bestreue. Gießen, gieß, gieße. Entfernen, entfern, entferne. Glagoli, kao što su vorbereiten i schneiden, koji ispred infinitivnog nastavka imaju nastavak t, odnosno d, prednost se daje duljem obliku s nastavkom e. Bereite vor, schneide. Pogledajte sad glagole zugeben i nehmen. Oni u prezentu imaju promjenu e u i. Dakle, prezent u drugom licu glasi du gibst, du nimmst. A imperativ glasi gib zu, odnosno nim. Dakle, imperativ smo kod ovih glagola dobili tako da smo im oduzeli, znači nastavak u prezentu, st. Važno je reći kod ovih glagola da ne dolazi u obzir dulji oblik s nastavkom e. Kod glagola koji imaju naglašeni prefiks, kao što su vorbereiten i zugeben, prefiks u rečenici dolazi na kraju. Bereite etwas vor, gib etwas zu. Und noch eine Aufgabe für euch. Wie lautet die richtige Imperativform? Ihr sollt das Verb mit der richtigen Imperativform verbinden. Passt auf, drei Imperativformen sind falsch. Die Aufgabe findet ihr auf dem folgenden Link. Und hier ist noch die letzte Aufgabe für euch. Euer Freund, eure Freundin bereitet die Geburtstagsparty vor. Er oder sie will das Rezept für euren Lieblingskuchen. Schreibt die Zutaten und passt auf die richtigen Mengen und Maßangaben. Erklärt eurem Freund, eurer Freundin, wie man den Kuchen macht. Verwendet dabei den Imperativ.
Also was ist wichtig? Euer Lieblingskuchen, Zutaten plus Zubereitung. Und jetzt noch die Selbstevaluation. Was habt ihr gelernt? Füllt die Tabelle aus. Ich kann jetzt Kochrezepte verstehen. Ich kann Mengen- und Maßangaben verstehen und anwenden. Ich kann Zubereitung einer Speise erklären, so dass man Imperativ verwendet und ein Kochrezept selbst schreiben mit genauen Maß- und Mengenangaben und mit der Erklärung der Zubereitung mit Imperativ. Ich hoffe, diese Videolektion hat euch Spaß gemacht und ihr macht die Pfannkuchen und die Äpfel im Schlafrock. Bis zur nächsten Videolektion. Tschüss!